Ja, schönen guten Tag. Aber es war ja in Ruhe. Ihnen miteinander. Wir haben heute die zweite große Verhandlungsrunde gehabt und haben eine Art Update gemacht, um herauszufinden, ob die Arbeitsgruppen alle an der Arbeit sind. Und konnten feststellen, dass das in der Tat der Fall ist, dass die sich überschlagen, mit Feuereifer dabei sind, das Programm im Rahmen des engen Zeitvorsatzes auch zu schaffen. Deswegen haben wir uns auch heute beschränkt, einige Kernpunkte nochmal miteinander auszutauschen, weil alle Arbeitsgruppen dran sind und die Zeit lieber dafür nutzen, weiterzuarbeiten. Wir hören aus den Arbeitsgruppen, dass sie auch in der Sache gut voranschreiten, wollen aber an dem Grundsatz festhalten, dass jenseits der Punkte, die wir zeitnah auch im Plenum schon voranbringen wollen, wir natürlich erst Ergebnisse verkünden, wenn wir insgesamt zu einem guten Abschluss gekommen sind. Das merken Sie ja zu Ihrem Bedauern auch, dass wir da sehr systematisch und konsequent uns daran halten, auch nicht im Sinne der Eigenprofilierung die Öffentlichkeit zu informieren, sondern auch hier einen neuen Stil der Gemeinsamkeit offenbar sehr gut pflegen. Wir haben auch heute Morgen oder als erstes dann heute Nachmittag festgestellt, dass durch die Veränderungen bei der CDU, die sich da anbahnen, dass nichts an unserem gemeinsamen Vorhaben ändert und auch nicht etwa unsere Arbeitsabläufe sich anders darstellen würden, sondern wir arbeiten unbeirrt weiter daran, dass wir den Koalitionsvertrag und das Arbeitsprogramm für Nordrhein-Westfalen fertig bekommen, dass die Parteitage am 10. Juli parallel beschließen können. Und da lassen wir uns durch welche Entscheidungen der anderen Parteien auch immer nicht dran beirren. Wir haben konkret zwei Vorhaben verabredet. Davon will ich Ihnen das eine nennen. Das ist, wir wollen ins nächste Plenum das Stadtwerke-Rettungsgesetz einbringen, um im Bereich der Gemeindewirtschaft hier das Verhältnis von Privat und Staat wieder ins Lot zu bringen. Wir haben in Nordrhein-Westfalen das restriktivste Gemeindewirtschaftsrecht durch CDU und FDP verursacht zu verzeichnen gehabt. Wir haben dadurch Benachteiligungen unserer Stadtwerke im Vergleich zu anderen Bundesländern. Das hat ein Gutachten, das sogenannte Bugi-Gutachten, auch aufgezeigt und nachgewiesen, was ja kurz vor Ende der Legislaturperiode dann im Parlament auch noch einen Nachspiel gefunden hat oder zur Debatte geführt hat. Und wir hatten den Eindruck, dass insbesondere die Kolleginnen und Kollegen der CDU sehr gerne diesem Gesetz, dieser Korrektur am Gemeindewirtschaftsrecht zugestimmt hätten. Und deswegen verbinden wir diese Initiative von SPD und Grünen ausdrücklich auch mit einer Einladung an die Union, weil wir den Verband der kommunalen Unternehmen in Nordrhein-Westfalen an unserer Seite haben, weil wir im Grunde auch die ganzen Wahlkreiskandidaten und Kandidatinnen der CDU an unserer Seite haben müssten, dieses Gemeindewirtschaftsrecht zum Vorteil der Menschen, zum Vorteil der Daseinsvorsorge in den Städten auszugestalten, die Stadtwerke zu stärken im Bereich der Energiewirtschaft und die Stadtwerke zu stärken im Bereich ihrer Partnerschaft mit dem örtlichen Handwerk. Das ist insofern auch ein mittelstandsfreundlicher Vorstoß und nicht etwa ein Vorstoß, der Stadtwerke und örtliche Wirtschaft gegeneinander ausspielt, sondern die Stadtwerke stärkt in ihrer Konkurrenz zu den großen Unternehmen, zu den Oligopolen. Also eine Initiative ausdrücklich adressiert und gut im Sinne unserer Kommunen und hoffentlich erkennbar eine Einladung an die Kolleginnen und Kollegen der CDU. Das wird ein Gesetzentwurf sein, der soll dann überwiesen werden in die Beratung und wir freuen uns auf jedwede Unterstützung der anderen Fraktionen für dieses wichtige Vorhaben im Sinne unserer Kommunen. Ja, dann darf ich Gelegenheit nehmen, auch nochmal zu sagen, wir haben heute Rückmeldungen natürlich bekommen aus den Arbeitsgruppen. Das läuft von der Arbeit her in der Tat wirklich gut und auch von der Atmosphäre sehr gut. Viele Teilbereiche konnten schon intern auf eine gute Schiene gesetzt werden. Ich glaube, dass wir Stand heute sagen können, dass wir den Zeitplan nach allem, was absehbar ist, einhalten können. Der zweite Bestandteil, den wir heute sozusagen verabschiedet haben, ist ein Antrag, den wir ins nächste Plenum einbringen werden. Und das ist die gute Nachricht heute für Nordrhein-Westfalen, das ist der Antrag auf Abschaffung der Studiengebühren. Und dazu gehört für uns ganz wichtig die Botschaft, dass wir Wort halten, nicht nur gegenüber den Studierenden, sondern auch gegenüber den Hochschulen. Denn Bestandteil des Antrages ist, dass die Hochschulen das Geld behalten können
und dass Ihnen dieses Geld, das ist jetzt für die Fachdiskussion, nicht kapazitätswirksam zukommen wird. Das ist ganz wichtig für die Hochschulen. Sie wissen, dass ich ja selber Wissenschaftsministerin war, insofern weiß ich, was das in der Hochschullandschaft bedeutet. Wir wollen, dass dieses Geld eingesetzt wird für die Verbesserung von Studium und Lehre. Wir wollen, dass transparent wird, an welche Stellen dieses Geld fließt, besser als das bisher der Fall ist. Und wir wollen, dass die Studierenden mit eingebunden werden in die Entscheidung darüber, wofür dieses Geld verwandt wird. Das sind für uns ganz zentrale Bausteine, die wir mit in diesen Antrag aufnehmen werden. Und ich gehe davon aus, dass das eine gute Nachricht für das Land Nordrhein-Westfalen ist.